Noch ein Gummi. Erstmal. Eisendorn, Geld, Georockbrox. Kann man alles brauchen. Sackgasse, nee, sowas kann ich leider nicht brauchen. Aber eine Treppe, das ist dafür umso besser. U23. Oh, ein Onyx. Bitte kein Blitzfänger in der Nähe. Danke. Okay, der kriegt trotzdem scheiß wenig Schaden. Dafür kriegt er davon umso mehr. Da liegt noch eine Linkbox. Will ich jetzt aber nicht mitnehmen. So, wir sind in der Magma-Höhlenmitte. Können wir hier mal ganz kurz speichern. Jetzt haben wir es eh schon fast geschafft. Müssen dann nur noch Groudon irgendwie besiegen. Aber gut, nachdem wir bis jetzt noch keinen Belebersamen benötigt haben. Warum eigentlich nicht gleich so Chrissy? Ach Gott, Stalos gibt's hier jetzt auch noch. Schaden. Okay, ich glaube, da macht es echt schon mehr Sinn, die Dinger hier wieder zu werfen. Wenn ich denn treffen würde. Geht doch. Wenigstens geben die Stalos richtig viel EP. So. Hier ist überhaupt nichts. Aber auch echt keinen Schaden kriegen. Musst du die jetzt Ach, manchmal sind sie echt zu blöd. Bitte nicht mehr allzu viele Stalos unterwegs treffen, das wäre jetzt super. Na gut, haben wir es eh schon. Mal sehen. Ich frage mich, wo wir sind. Ich denke, wir sind sehr weit gekommen. Ah, ein Erdbeben. Puh, es ist vorbei. Hey, Kilian, da drüben. Hey, bist du in Ordnung? Ah. Was ist mit dir passiert? Wir haben Groudon herausgefordert und verloren. Groudon? Ah. Es hat uns besiegt. In Ordnung. Was ist mit Simsala? Wo ist Simsala? Simsala kämpft noch immer gegen Groudon. Kilian, wir müssen uns beeilen. Seid vorsichtig. Magma-Höhlentiefe U3. Das ist Simsala, bist du in Ordnung? Hm. Ihr seid das also. Bleibt zurück.
Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen. Hier kommt es. Es kommt? Wo? Ah. Simsala! Simsala ist weg. Vielleicht wurde er besiegt? Ah, nun liegt es an uns. Aber ich werde nicht kampflos aufgeben. Kidan, geben wir unser Bestes. So, sonniges Wetter. Wie immer, wenn man erstmal gegen Groudon kämpft. So, ich möchte hier nur mal ganz kurz was probieren. Wie viel macht eine Schockwelle Schaden? 12. Okay, das war weniger, als ich gehofft hatte. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Das macht noch weniger Schaden. Ja, super. Was macht denn ein Silberdorn? Einfach mal vergleichsweise. Ein Schaden mehr als der andere. Okay. So, Attacken. Chrissy, du fokussierst dich bitte mal auf deine Aquaknarre und deinen Eisstrahl. Und ich werde hier mal ein bisschen mit dem Durchbruch draufhauen. Der macht zumindest mehr als ein Georockbrock. Das ist schon mal etwas. Antikraft. Okay. So, ich werde dann mal eine Siegelbeere nomsen. Der kriegt echt fast keinen Schaden, so als habe ich keine Siegelbeeren mehr. Ich probiere jetzt einfach mal, wie viel Donnerschock da drauf macht. 11. Einfach mal, um meinen Fluchtwert ein bisschen zu boosten. So, da brauchen wir unser erstes Belebersamen. Einfach weiter drauf, auch wenn es eine halbe Ewigkeit dauert. Solange auf mich draufhaut, ist mir das alles vollkommen egal. Ich habe mittlerweile so viele Doppelteam-Boosts drin, dass er mich kaum noch treffen sollte. Ich habe ihn paralysiert. Das ist eine sehr schöne Sache. Füllen Sie zumindest unsere KP wieder mal ein klein wenig auf. Ich frage mich, wie lange es noch dauert. Chrissy, geh mal ganz kurz weg. Dann kann ich mich weiter um den Dicken hier kümmern. Wartest du mal da? Mich trifft er nämlich nicht mehr. Sehr schön. Wir haben es geschafft.
Sieh mal, da ist Simsala. Und auch Glurak und Despota. Ah. Habt ihr es geschafft? Was ist mit Groudon? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut, aber wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Was ist mit Groudon? Wird es ihm gut gehen? Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Er war wütend darüber, aus seinem Schlaf gerissen zu werden und hat die Kontrolle verloren. Er sollte sich beruhigen. Ein weiteres Beben? Hinaus, schnell! Nachdem Groudon beruhigt war, verließ das Team von Killian den Dungeon und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja, das möchte ich. Speichern erfolgreich. Und auf dem Platz ist das Team von Killian schon zurück. Schau, da kommen sie. Es ist wahr, Schätzchen. Lass uns gehen. Großartige Arbeit. Großartige Arbeit, Killian. Ihr habt Groudon wirklich besiegt? Schätzchen, das ist dir fantastisch. Ich bin ganz hingerissen. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Woher weiß jeder von euch, was passiert ist? Philippa hat schon eine Extra-Ausgabe in der Pokémon-Zeitung herausgebracht. Ihr seid wesentlich stärker geworden, als ich erwartet hatte. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr wart großartig. Wir sollten uns demnächst mal zusammenschließen. Ihr habt euch damit großen Respekt erworben. Euer Retterteam TGE ist wirklich erstklassig. Ihr könnt zu Recht stolz darauf sein. Chrissy, Killian. Killian, das ist einfach großartig. Jede Anstrengung von uns hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an, dass Groudon ausgerechnet von so einer Heulsuse besiegt wurde. Hoch, was war das? Einen Moment lang dachte ich, ich hätte was gehört. Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, ich habe es auch gehört. Ich auch. Sogar jetzt höre ich es. Spricht da jemand? Keine Ahnung. Diese Stimme, ich kenne diese Stimme. Diese Stimme, ganz sicher, das ist die Stimme von Xatu. Xatu? Ja, natürlich, Telepathie. Xatu ruft uns alle mittels Telepathie. An alle Pokémon, ich wende mich an alle Pokémon. Schrecklich ist es, vom Himmel fällt ein Stern. Vom Himmel fällt ein Stern. Er ist riesig, ein riesiger Stern. Der Stern, er fällt direkt auf uns zu. Naturkatastrophen, von ihnen gab es viele. Das Gleichgewicht der Welt wurde ins Ungleichgewicht gebracht. Der Grund ist der Stern. Der Stern, der langsam immer näher kommt. Wenn er noch näher kommt, wird er auf unsere Welt schlagen. Eine schreckliche Aussicht. Etwas muss getan werden. Xatu, sprich zu uns. Kann man den fallenden Stern aufhalten? Es gibt einen Weg. Um den Aufprall zu vermeiden, gibt es nur eine Lösung. Fragt Rayquaza. Rayquaza? Was ist das denn? Ein Pokémon, das hoch über uns nahe dem Himmel liegt. Ein legendäres Pokémon. Bittet Rayquaza, den fallenden Stern zu zerstören. Doch hoch, hoch in den Lüften lebt Rayquaza, kaum bekannt und nie gesehen. Der Himmel. Wie kommen wir dorthin? Simsala und ich werden einen Teleporter erstellen und Pokémon in die Lüfte senden. Aber der Himmel ist ein Ort über den Wolken. Was wird aus den Pokémon, die wir dorthin senden? Selbst ich habe keine Antwort. Dann machen wir das. Wir gehen. Auch ich denke, dass das niemand außer euch schaffen würde. Doch, seid ihr sicher? Niemand kann vorhersehen, was jenseits der Wolken erwarten wird.
Wir erwarten Gefahr. Es ist mein Wunsch, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Chrissy, Kilian, hört ihr? Hier ist Xatu. Wir werden es diskutieren, Simsala und ich. Wir werden unseren Teleporter verstärken können. So, morgen ist es soweit. Bis dahin, ruht euch aus. Ein letztes Wort noch. Gefahr liegt vor euch. Ihr dürft nicht scheitern. Übertrefft euch selbst. Kein Problem, wir machen das schon. Stimmt's, Kilian? Lass uns gehen. So, wir sind wieder mal hier zurück auf dem Pokémon-Platz und... ja. Jetzt dürfen wir wieder zur nächsten Katastrophe eilen. So. Ich habe noch 4 Belebersamen dabei, das heißt, ich werde gleich nochmal eins mitnehmen. Der Himmelsturm ist ein bisschen länger als als die Magmahöhle. Nicht viel, aber ein bisschen. Gerne noch ein bisschen was mitnehmen. Einen weiteren Belebersamen hätte ich nämlich gerne. Und wo haben wir denn die ganzen Top-Elixiere? Hätte ich gern 2 Stück dabei. So. So, dann haben wir hier noch ein Goldband zu verkaufen. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen wollen? Nö, gerade nicht. Hast du noch was im Angebot? Du hast noch einen Belebersamen. Den würde ich gern mitnehmen noch. Dann lagern wir das restliche Geld noch rein. Ich frage mich echt, was ich mit so viel Geld jetzt dann bald machen soll. So, jetzt habe ich 6 Belebersamen. Moment, ich mache mal noch so. Die 3 lasse ich weg. Und dafür nehme ich noch was mit. Nämlich ein paar Sinelbeeren, wenn ich denn noch welche hier habe irgendwo. Sehe ich sie gerade nicht, oder? Ach hier, 17 Stück haben wir noch. 3 Stück sollten davon reichen. Ja, das sollte reichen. Also dann ruhen wir uns noch mal kurz aus. Träumen noch mal schön von Gardevoir. Ich fühle mich furchtbar. Es ist ein Traum, nicht? Aber warum fühle ich mich so schrecklich? Das ist das erste Mal. Wie gefällt dir mein Traumfresser? Fies, was? Wer hätte gedacht, dass du ein Mensch warst? Das hatte ich nicht erwartet. Aber was soll's? So jemand wie du hat auf alle Fälle einen miesen Charakter. Ich werde dich entlarven. Mein Traumfresser wird herausfinden, was in deinem Herzen ist. Kommt etwas. Was ist das für ein Licht? Kommt es näher? Der Schmerz.
Er lässt nach. Gardevoir? Gardevoir, sagst du mir jetzt, wer oder was ich bin? Ja, die Zeit ist gekommen. Warum du hier bist? Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Kilian, du bist hierher gekommen, um diese Welt zu retten. Ich soll die Welt der Pokémon retten? Ich? Ja, wir hatten erkannt, dass diese Welt auf der Schwelle zur Vernichtung stand. Deswegen haben wir einen Helden gesucht. Doch trotz langer Suche konnten wir keinen Helden finden. Wir waren entmutigt. Dann stießen wir auf einen Menschen. Kilian, dieser Mensch warst du. Augenblick mal. Ich? Ein Held? So ein Quatsch. An mir ist nichts Besonderes. Ja, das hast du bei unserer ersten Begegnung auch gesagt. Du sagtest, du seist nicht stark. Doch wir suchten nicht bloße Stärke oder Macht. Wir suchten wahren Mut. Wahren Mut? Mut, den habe ich noch viel weniger. Auch das hast du damals gesagt. Und du sagtest noch etwas. Um festzustellen, ob du es wert seist, unser Held zu werden, batest du uns, dich auf die Probe zu stellen. Und nur wenn du dich als würdig erweisen würdest, sollten wir dir die volle Wahrheit sagen. Um deine Rolle mit reinem Geist und Herzen zu erfüllen, wolltest du alle menschlichen Erinnerungen vergessen. Und so wurdest du freiwillig ein Pokémon, um gemeinsam mit deinen Freunden zu kämpfen. So kam es, dass du in diese Welt gelandet bist. Ich habe das freiwillig getan? Du hast deinen Mut bewiesen. Es ist zweifellos deine Aufgabe, diese Welt zu retten. Und diese Aufgabe nähert sich ihrem Ende. Den Meteoriten aufhalten, bevor er diese Welt zerstört? Ist das meine Rolle? Ja. Und wenn es vollbracht ist, dann kannst du in deine menschliche Welt zurückkehren. Ah, ich kann also wieder ein Mensch werden. Aber warte mal, das würde ja bedeuten, dass... Ja, das heißt, du musst dich von Chrissy trennen. Chrissy, ich muss gehen. Chrissy fühlt sich dir sehr eng verbunden, Kilian. Deswegen, Kilian, wenn du gehen musst, wird es deinem Freund das Herz brechen. Aber das kann man nicht ändern. Es gibt Begegnungen, es gibt Abschiede. Auch ich hatte einst einen teuren Freund. In der Tat, ich habe diese Freundschaft sehr genossen. Doch nun ist mein Freund fort. Noch immer erfüllt mich der Verlust meines Freundes mit Trauer. Doch wir werden uns wiedersehen. Daran glaube ich. Was war das? Wer war das? Offenbar hat jemand deinen Traum spioniert. Aber keine Angst, wer immer es war, ist weggelaufen. Alles, was ich spüren könnte, war ein Gefühl der Trauer. Dieses Pokémon, ich glaube, es weinte, als es weglief. Der Morgen zieht herauf. Au revoir.